Ich glaube, das ist über 15 Jahre her, dass ich so einen richtigen Füllfederhalter hier in der Hand hatte. Aber heute brauche ich ihn für die Unterzeichnung von meinem Rennvertrag 2022. Guten Morgen aus Köln, Leute. Es ist Sonntag, 8.30 Uhr. Die Sonne geht langsam auf und für mich geht es heute um meine Zukunft im Motorsport. Und deswegen habe ich nicht nur eine Hose von meinem Team Teichmann Racing an, sondern wir fahren auch zu denen auf die Essen Motorshow. Da sind wir! Messe Essen. Ich war das letzte Mal aber vor 5 Jahren hier und da habe ich noch gar keinen Motorsport gemacht, aber da bin ich hier hingefahren, um mich zu informieren, wie kann ich mit Motorsport anfangen. Und da sind wir wieder an der Messe Essen und jedes Jahr habe ich einfach am Ende des Jahres immer keine Ahnung gehabt, fahre ich nächstes Jahr überhaupt wieder Motorsport, mache ich überhaupt weiter. Dieses Jahr ist ein bisschen anders und deswegen sind wir eben auch heute hier. Und deswegen gehen wir auch zu Teichmann Racing. Aus meinem allerersten Besuch auf der Essen Motorshow ist ja dann tatsächlich meine erste Rennsaison 2017 mit KTM in der Rookie Challenge geworden. Und nach der KTM-Saison bin ich dann ja von Bernie angeschrieben worden. Dann sind wir in der GT4 European Series gefahren mit so einem McLaren GT4. Das war also mein Schritt in die höhere Kategorie. Und in solchen GT4-Autos bin ich dann ja auch die letzten Jahre sehr viel gefahren. Das war natürlich das absolute Highlight, Leute, damals der GT4-Sieg auf dem Red Bull Ring. Und danach ging es dann auch in einem GT4, aber im KTM GT4 Richtung Nürburgring Nordschleife. Und da habe ich dann letztes Jahr mal eine sehr spezielle Rennstrecke mit einem sehr coolen Team mit Teichmann Racing kennengelernt. Ich freue mich, wird geil. Ich konnte nicht runterschalten. Was kann Nils dann machen? Ja, ich kann nicht die Einigung runtersteuern, ich habe eine Strecke aufs Gras crash. So viele krasse Erfahrungen auf jeden Fall in dem Jahr gesammelt und Teichmann Racing einfach ein Mega-Team. Deswegen freue ich mich umso mehr, euch heute zu erzählen, was wir nächstes Jahr vorhaben. Hallo, Abend. Geht's? Ja. Alles gut? Hallo. Servus. Alles gut? Mal einmal ganz kurz, wir müssen noch einmal klarstellen. Wir sind als Team hier und wir haben geschlossen die richtigen Hosen an, ja? Also, die Teichmann Racing. Ja, ich hab auch den Arsch dafür, ne? Irgendeiner hat das Memo nicht bekommen. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht, muss voll der Idiot sein. Das Ding ist halt, man muss dazu sagen, ich habe nie eine Hose bekommen. Wir gehen jetzt zu einem offiziellen... Merkst du was? Maiv, deine sieht ja auch aus, als hättest du die irgendwo geschenkt. Dafür hast du Geld bezahlt. Also echt keine Ahnung, was man davon halten soll, aber das ist halt Yves. Ja. Was hast du gerade schon wieder über mich gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Wir laufen jetzt auf jeden Fall über die Messe, denn wir müssen zu einem offiziellen Termin vor unserem Team. Und auf dem Weg schauen wir uns ein paar schöne Autos an. Interview-Time. Wir haben noch 30 Sekunden. 30 Sekunden, ich gebe die Kamera mal ab. Aber wir machen jetzt eine Bekanntgabe. Wir haben Besuch bekommen, um vorauszublicken auf das, was in der nächsten Saison dann auf euch draußen auf den Tribünen und im Livestream warten wird. Die komplette Teichmann Racing-Abordnung ist da mit Mike Rönnefahrt, mit Michael Teichmann, mit Yves Wolte, Felix von der Laden und Georg Riesemann. Das hat ja auch einen Grund, warum wir zusammenfahren. Die vier zusammen mit dem Crossbow GTX nächstes Jahr in LS fahren. Das schnellste Nicht-GT3-Auto, das wollen wir sein.
Aber jetzt, die kommende Saison, wird zum ersten Mal eben in dieser festen Konstellation sein. Und ich freue mich einfach insbesondere darauf, mit dem neuen Team, mit den festen Teamkollegen zu fahren, weil ich glaube, ich da noch extrem viel lernen kann. Es gibt eine KTM-eigene Klasse in der Nürburgring-Langstreckenserie. Auch dafür gibt es Punkte und wir haben ein neues Wertungssystem. Also das Kräfteverhältnis könnte sich da generell ein bisschen auch zu euren Gunsten ändern im nächsten Jahr. Ihr habt es hoffentlich schon ein bisschen gehört gerade. Das hier wird das neue Team für Schwieken Racing 2022. Eigentlich kennt ihr auch alle schon aus den Videos von der letzten Saison ein bisschen. Da sind sie nur das andere Auto gefahren. Einmal haben wir hier den Georg Griesemann. Wir haben ja gesagt, da du ja keine Klamotten leider mehr machst, müssen wir den Ball ja aufgreifen. Ja, das Logo sieht man ja jetzt hier. Ne? Das sieht dann, so ist das jetzt fertig. Ich wollte. Was soll die Scheiße? Lustig. Mike Grönefahrt. Ich habe einen einjährigen Sohn, ab dem Tag ist alles anders im Leben. Und mit diesem Auto werden wir eben die ganze Saison 2022 fahren, mit dem KTM Crossbow GTX, je nach BOP um die 500 PS auf gut 1000 Kilo. Also da geht einiges, ich durfte ja letztes Jahr schon zweimal fahren und da haben wir auch einen ganz netten Carbon gemacht. Also hier, schaue ich das Auto nochmal an, das hier ist der KTM Crossbow GTX. Was für ein Teil, Leute. Hier natürlich immer mit der Kanzel, die hier komplett aufgeht. Das hier wird wieder mein Arbeitsplatz auf der Rennstrecke. Ich freue mich mega darauf. Und natürlich auch auf das Saisonhighlight, das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Aber was wir alles genau machen, das hat der Michael Teichmann ja nochmal gesagt. Du kannst einmal sagen, als Teamchef von Teichmann Racing, was haben wir nächstes Jahr vor? Wir haben ja mit euch vier erfahrene und auch gute Fahrer dabei. Muss ich sagen, da ging es ja eigentlich gar nicht anders, dass wir euch zusammenpacken. Das hat ja auch die ganze Saison immer sehr harmoniert. Deshalb packen wir euch zusammen mit vier Mann auf dem GTX und fahren nächstes Jahr VLN und 24-Stunden-Rennen. Was muss ich noch lernen dieses Jahr? Was du mit Sicherheit noch lernen wirst von uns hoffentlich dieses Jahr, ist ein bisschen besser Verkehrsmanagement während dem Rennen zu betreiben. Das heißt, wir haben uns ein paar Onboards angeguckt und wir gehen ja als gemeinsames Team immer offen mit Sachen um. Du hast manchmal Lücken, wo du nicht reinfährst, wo du locker reinfahren könntest. Hast aber halt auch Lücken, wo du reinfährst, wo man sagen muss, okay, das war jetzt pures Glück, dass nichts passiert ist. Was aber natürlich auch nicht böse gemeint ist, sondern was natürlich eine Entwicklung von einem Fahrer auch ausmacht über die Jahre. Und ich denke, da kriegen wir dich schon relativ gut und schnell hin. Das Grundtalent ist auf jeden Fall da, hat man ja jetzt in den letzten Rennen gesehen. Wir haben ja viel Erfahrung im Sprintrennen, Georg und Mike sehr viel in der Langstrecke. Und ich glaube, das kombiniert zusammen macht uns extrem stark. Ich glaube, wir passen sehr vom Charakter sehr gut zusammen. Können bis auf dem Alter als Vorbild vorgehen, ne? Was nachher funktioniert. Und das wird die Stärke über die Saison sein. Also ihr habt es gehört, in dieser Viererkonstellation fahren wir die komplette Saison zusammen. In diesem Auto, was hier hinter uns ist. Design wird aber nochmal anders, wird auch nochmal sehr, sehr krass. Und der Tim Sandler ist wieder für die Anzüge zuständig. Ganz genau. Und wir machen das halt farbgetreu nach dem Auto. Du hast schon gesagt, an diesen Farbton hier können wir uns gewöhnen. Sagen wir es mal so, das könnte ein Indiz sein. Das heißt, Anzüge werden ja auch lila. Ich gehe mal davon aus, dass wir nächstes Jahr relativ stark auffallen werden, ja. Cool, bin ich gespannt. Jo, da haben wir einfach mal vom Carporn kurz die Farbe geändert, Leute. Genauso wird das Auto logischerweise nicht aussehen. Es wird aber so ein lila-schwarzes Design wahrscheinlich und könnte sehr, sehr cool aussehen. Also, ich freue mich mega auf die neue Rennsaison, auf meine neuen Teamkollegen. Ihr werdet sie nächstes Jahr noch besser kennenlernen. Und wir werden hoffentlich zusammen viele Siege einfahren. Und ihr werdet wieder live dabei sein bei allen Spiegel Racing Vlogs 2022. Bis dahin haben wir aber noch ein paar andere Videos vor uns. Und bei denen sehen wir uns in Zukunft wieder. Also, zu der Laden!